Wenn jemand euch sagt, gib mir 30 Euro für eine Flasche Alkohol, dann sagt ihr, A'udhu Billah, niemals. Aber wenn ich euch sage, senkt eure Blicke, dann sagt ihr, mir wird schon nichts passieren. Ich kenne schon meine Grenzen. Nein, so wird das in den meisten Fällen nicht enden. Man fängt an, sich mit dem anderen Geschlecht zu unterhalten. Man spricht mit ihr, bringt ein paar Witze, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ist doch nicht so schlimm. Ich habe eine gute Absicht. Aber dann entstehen Gefühle. Aus einem Treffen werden zwei. Und was am Ende folgt, könnt ihr euch schon denken. Und das alles nur, weil du deine Blicke nicht senken konntest. Aber wie konnte das nur so weit kommen? Das liegt daran, dass wir die Gebote unseres Herrn nicht beachtet haben. Wir ließen uns von den Versuchungen dieser Dunja ablenken. Auf den Straßen, im Internet, überall siehst du heute Versuchungen und halbnackte Frauen. Aber was tun wir, um uns davor zu schützen, sodass wir nicht in dieser Versuchung verfallen? Haben wir die Geschichte von Barsisa vergessen? Wo es nur mit einem Blick anfing und mit Zina, Mord und Niederwerfung vor dem Scheitan endete? Oder erinnert euch an die Geschichte von Tha'laba bin Abdurrahman radiallahu anhu, der schon nach einem Blick dachte, dass er der größte Sünder wäre. Er hatte wegen einer Sache bereut, die für uns normal ist, und sein Blick war wahrscheinlich nicht mal gewollt. Wie oft haben wir gesündigt und dachten, niemand sieht uns? Wie oft haben wir mit Frauen geschrieben, ihnen hinterhergeschaut und dachten uns nichts dabei? Haben wir keine Angst vor unserem Herrn und den Konsequenzen? Haben wir den Tag der Abrechnung vergessen, der 50.000 Jahre andauern wird? Haben wir Jahannam vergessen, wo wir für unsere Sünden brennen werden, wenn wir nicht bereuen? Wir müssen solch eine Reue wie Tha'laba radiallahu anhu entwickeln. Er erkannte schon die Gefahr hinter einem Blick. Aber wie schaffen wir das? Wir müssen uns mehr in Runden begeben, in denen über den Islam gesprochen wird. Wo ein Bruder zu dir kommt und dich mit dem Salam begrüßt, anstatt mit einem Was geht? Wo dir einem Jazakallah Khairan gedankt wird, anstatt mit einem gewöhnlichen Danke? Sucht euch Freunde, die euch Allah näher bringen. Insbesondere in Zeiten des Internets sollten wir uns viel mehr mit dem Islam beschäftigen. Wir müssen unsere Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala noch viel mehr stärken, indem wir zum Beispiel mehr Koran lesen und freiwillige Handlung tun. Der Weg zur Sünde passiert nicht immer von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, in dem du Schritt für Schritt hingeführt wirst. Daher ist es umso wichtiger, den richtigen Freundeskreis und die richtige Umgebung zu haben. Wenn wir es nicht schaffen, uns vor Sünden zu schützen, dann werden wir an Yawm al-Qiyamah zu den Verlierern gehören, die sich von dem vergänglichen Genuss dieser Dunya täuschen ließen. Möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren. Allahumma Amin.